Freunde? Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... Wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... Nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger... Nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Nun, das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten.
Hallo? Ja? Ja? Ja. Nein. Wirklich? Sieh mich auch. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Sam & Max Hit the Road. Ein Spiel, das ich schon etliche Male gespielt habe, durchgespielt habe auch. Großartig von LucasArts. Eines der Spiele aus der großen Point-and-Click-Ära. Mit herrlicher Pixelgrafik. Ich weiß nicht, wie oft ich es gespielt habe schon. Also auch durch vor allem. Und deshalb sitzen noch so einige Sachen. Wie zum Beispiel hier. Bargeld. Gehe nie ohne aus dem Haus. Ja, damit können wir vielleicht schleimige Beamte bestechen. Das ist halt auch so geil, ne? Irgendwie aus dem Mäuseloch holt man halt Mäuse in Form von Geld. Kann ich das Sandwich benehmen? Ich. Zack, Glühbirne. Das ist Max. Das weiß ich. Okay. Mit dem Ameisen kann man nichts machen. Die Ratte kann ich mir hier auch nicht schnappen. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Mindestens. Ich bin aufgeregt. Wer ist das nicht? Ja, es ist hier irgendwie so die Art, sich zu unterhalten. Man hat immer die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, irgendeine Aussage zu treffen, Schwachsinn. Ich muss an eine Zahl zwischen 1 und 10 denken und ich weiß nicht warum. Ich auch. Und das weiß ich gar nicht mehr. Nun, das war's. Ah, okay, das ist so eine Hand, die quasi sagt, ciao. So, ich glaube, das war's aber auch schon hier im Büro fürs Erste. Dieses Telefon repräsentiert den uneingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Bis Sie mitbekommen, dass wir direkt... Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Was ist das? Damit kann ich nicht sprechen. Dieses Telefon repräsentiert den uneingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Bis Sie mitbekommen, dass wir die Rechnung nicht bezahlen. Sehr gut. Flint Paper. So, du willst das etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das! Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Ja, ich liebe den Humor. Ich denke, er hat es verdient. Es ist halt irgendwie so ein Spiel, das kann man tausendmal spielen. Es bleibt gut, es bleibt lustig, es ist wie mit guten Filmen. Unnötige Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Du bist ein liebenswerter Bengel, Max. Ich glaube, es ist nicht wirklich nötig, das zu tun, aber es macht Spaß. Ja, überall die Ratten hier. Blut. Auto. Schilder. Fahrzeuge werden gestohlen. Und natürlich wunderhübsche, überhaupt nicht verwirrt aussehende Katzen. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Ich finde ihre dicken Augen abstoßend. Max spielt mit dem Blut. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Vielleicht. Bist du ein raffiniert verkleideter Kontaktmann? Vielleicht. Seid ihr die Freelance Police? Ja, aber erzähl es nicht jedem weiter. Ich finde ihn niedlich, Sam. Darf ich meinen Tennisschläger mit seinen Barthaaren bespannen? Vielleicht später, Max. Jetzt brauchen wir erst einmal die Anweisungen des Commissioners. Oh ja, richtig. Entschuldigt, Jungs. Ich habe die Anweisung sicherheitshalber verschluckt. Aber ich kann sie nicht wieder hochwürgen.
Was haben wir gerade gelernt? Unnötige Gewaltanwendung ist Aufgabe von Max. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. So, schauen wir uns das aber einmal an, ja? Das sind die Anweisungen unseres Commissioners, die besagen, dass wir hurtigst zur Kirmes fahren sollen. Hurtigst? Das ist ein Schwarzlicht. Das ist mehr Geld, als wir je gebrauchen werden. Das hätte ich auch gerne. Ganz Liquor und Baby Needs. New used. Benutzte Windeln, ne? Really bad food. Und da oben sind Tauben, die sich irgendwie betrinken. Nur ein paar besoffene Tauben. Ich liebe dieses Auto. Du bist ein kranker Schnösel, Sam. Na dann, wollen wir mal losfahren. Was haben wir denn hier alles? Kann man sich so nicht angucken, steht nicht dabei. Es sind aber hier Fastfood-Restaurants, beziehungsweise sowas wie Supermärkte, so Tankstellen. Und natürlich die Kirmes. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist des Teufels Zahnweh, Max. Ja, das war Mr. Bumpus. Quasi wohl eine Figur, also ich möchte nicht zu viel verraten, die mit Sicherheit noch ein bisschen wichtiger wird in dem Spiel. Und ja, sind auf der Kirmes. Und da geht's beim nächsten Mal auch weiter. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, neben dem Daumen könnt ihr mir natürlich auch noch ein Abo da lassen. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Also, macht es gut, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal.